Isaac Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top Pot. Heute gibt es Arenenberger Lammfilet mit Erdbeerkäfergemüse. Dazu gibt es Rosenblütensauce und Guinoa aus Veldi. Und dazu hat uns Vinothek Grande Reserve einen schönen burgenländischen Rotwein empfohlen. Und zwar ist das der Big John Cuvée. Und ein schönes Gericht haben wir den heutigen Gast mitgebracht. Und zwar ist das der Roland Höhner. Er ist Kochchef im Bistro Napoleon am Berufsbildungszentrum in Arenenberg und er steht schon hier bereit. Willkommen, Roland. Schön, dass du da bist. Hoi, George, danke. Du, da ist schon ein bisschen etwas im Gang gesehen, gerade, gell? Genau, wir haben schon mal ein bisschen angefangen und mal Wasser abtun. Jetzt, ich würde gerade anfangen mit dem Quinoa. Der Quinoa braucht ein bisschen länger zum Kochen, also zum Quellen lassen. Ich wasche ihn zuerst, dass es ein bisschen, die Verunreinigungen sicher weg sind und kurz abspülen. Aber du hast mir gesagt, aus Veldi. Veldi ist schon da im Kanton Thurgau. Ganz genau. Ist das nicht irgendwie von Südamerika oder irgendetwas? Also der Ursprung hat er ganz klar aus Südamerika. Den tun sie dort als anpflanzen und ja, auch sehr vermarkten. Aber ja, ja, jetzt haben wir hier in Thurgau das tolle Produkt, das wir natürlich bei uns im BBZ Arenenberg gerne verwenden. Super. Wunderschön. Du hast schon die Pfanne ab, gell? Für genau, die Filet auch noch. Genau, da kommen dann die Lammfilet rein. Die würde ich dann zuerst schnell ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern. Willst du machen, bis das Wasser kocht? Genau, he? Das machen wir doch. Aber eben, wenn du... Ich habe gesehen vom Rezept Arenenberger Lammfilet. Eben, die sind wirklich da vom Arenenberg. Ganz genau, ja. Wir haben ja Population Lamm auf dem Arenenberg, wo wir immer natürlich die Junglämmer wieder rausnehmen und... Ja. Für uns dann verwendet, ja, oder für uns in der Küche. Auch noch etwas heißer? Ja, ich, im Moment ist gerade ein bisschen genau, tote Hose bei uns genau, auf dem Herd. Genau, ja. Gut, dann habe ich mal hier den Quinoa. Das Wasser, ist das schon gesalzen, gewürzt oder irgendetwas schon ich drin? Ich tue nur ganz wenig Salz drin. Und das sollte dann auch noch schon lange vom Geschmack her, dass wir das so können, ja, weiterbrauchen. Jetzt wird der einfach... mal richtig aufkochen und dann können wir nachher einfach ziehen lassen. Ah, eben, ein bisschen wie eine Polenta. Ganz genau, ja. Okay. So, weißt du was, ich mache schnell den Wein auf. Und zwar, dass der ein bisschen schnaufen kann. Sehr gut. Weil das ist noch wichtig bei dem sehr, sehr feinen Wein hier. Heute haben wir wirklich etwas Spezielles bekommen. Aber ich finde es schön, schau, jetzt ist es heiss. Temperatur erreicht, genau. Können wir hier mal die schön... Sind die auch irgendwie speziell behandelt, die Lammfilet? Einfach nur vielleicht ein bisschen pariert und so? Mehr nicht, gell? Nein, die sind jetzt an und sich nur pariert, ein bisschen ausgelöst. Oder? Ja. Und dann... mehr braucht es eigentlich gar nicht. Mehr braucht es gar nicht. Oder? Ja, genau. Das ist ja nicht unbedingt ein Lamm, das jetzt fest lämmelt, wie man es früher so ein bisschen kennt. Gibt's gar nicht. Nein. Die Lammfilet brate ich jetzt rundherum an. Wir haben dort schon ein feuerfestes Gratin-Förmchen vorn parat gemacht. Ja. Und dann tun wir es über in den Ofen und können es dann einfach schon schön ziehen lassen. Mit etwa 130 Grad im Ofen drin. Und wenn wir es dann servieren, können wir es dann leicht aufschneiden. Okay. Schön arrangieren. Und den Quinoa tun jetzt einfach 15 Minuten so ziehen lassen. Schluss dann noch ein bisschen Butter runterziehen. Und dann hätten wir dann das Gericht schon... Ja, da geht ja ruckzuck. Genau. Das schmeckt nicht, das schmeckt so nach frischem Brot und Fleisch, richtig? Ja, das ist schon. Sonst können wir noch mal anfangen, eventuell ein paar Erdbeeren schon mal parat machen, oder? Die wunderbaren, schönen, frischen Erdbeeren. Die würde ich einfach, also die tun wir nicht waschen, sondern wir tun es nur schnell das Grüne abrüsten. Ja, nicht waschen. Auf jeden Fall. Ja, nicht waschen. Vor allem die Thurgauer und Schweizer Erdbeeren, die sind natürlich hier behandelt oder gar nicht behandelt, dass man die gar nicht muss waschen. Ja. Und was passiert? Das Erdbeere wird so gepflückt und da rein tun und fertig. Genau. Also, die Lammfilet kann man einfach so anbraten, wie man es gerne nicht hätte.
Man tut eigentlich ein Lammfilet tut man ja auch nicht unbedingt durchbraten. Wäre schade. Wäre an und für sich ja schade drum, weil es ist wirklich eine schöne Sache. Jetzt, sonst, wenn ich jetzt die Soße normal hätte, würde ich hier etwas ablöschen mit Weisswein und würde nachher hier die Soße daraus rausziehen. Aber wir machen eine spezielle Soße dazu. Ja, so die Rosenblüten, genau. Da bin ich schon noch gespannt. Genau. Jetzt habe ich die bei 130 Grad in den Ofen geschoben und wir sind relativ gut jetzt beieinander. Der Quinoa kocht. Genau, also Quinoa kocht, Lammfilet ist drin. Genau. Und du siehst, wir haben Erdbeeren heute hier. Und ich brauche natürlich jemanden, der noch ein bisschen über Erdbeeren erzählt, oder? Perfekt, wenn wir hier schon im Durchgang sind. So schön, ja. Darf ich dich bitte schnell den Wechsel machen? Sehr gut. Und dann erwarte ich meinen nächsten Gast, und zwar ist das der Ralf Wehrli. Er ist Erdbeerenproduzent aus Freidorf. Gell? Genau. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Josh. Hey, weißt du, es schmeckt hier nach Erdbeeren. Das ist unwahrscheinlich. Ja, ich sehe es, es hat einen Haufen da. Oh, und probiert habe ich es auch schon. Und ich habe ja auch noch mal eine Schelle in meinem Kopf. Hey, super. Wunderbar. Feine Thurgauer Erdbeere. Aber wir haben schon erzählt, waschen solltest du nicht, gell? Nein, kann ich nur empfehlen, nicht waschen. Also vor allem wegen Geschmack. Mhm. Sehr gut. Und es ist überhaupt nicht nötig. Wird frisch von der Pflanze geerntet und in Schelle reingelegt und fertig. Ja. Wie du mir auch gesagt hast, sehr, sehr, sehr gesund, oder? Sehr, sehr, sehr gesund. Ist ja sehr Vitamin C reich, die Erdbeere. Hm? Dann haben sie auch Calcium, Kalium und Magnesium drin. Also von dem her eine richtige Energiebombe. Ja, genau. Wie viel wird produziert hier im Thurgau? Ich glaube noch recht viel, gell? Ja, wir haben im Thurgau 2000 Tonnen, die produziert werden. Tonnen. Also ein Drittel von allen Schweizer Erdbeeren. Kommt von da, he? Kommt von da. Also jeder dritte Erdbeere? Jedes dritte Erdbeere Thurgau. Ist Thurgauer Erdbeere, genau. Na, wunderschön. Also es ist wirklich zum Empfehlen. Ich glaube auch, wir sind auch in der Grosshandel, es hat wirklich Thurgauer Erdbeere auch dort dabei, oder? Das ist genau, ja. Ja. Und es gibt ja auch Erdbeere ziemlich jetzt schon früh, gell? Ich glaube schon ja, wir März, haben April, jetzt, wir haben vor gut 5 Wochen angefangen mit der ersten Erdbeere. Und jetzt sind wir natürlich dann voll in der Hauptsaison. Power, ja. Jetzt kommen die auch vom Freiland. Und dann wird es bis Ende Oktober, ja, ja. Wo man die Thurgauer Erdbeere überkommt. Super. Ja. Danke vielmals für deine Informationen, Ralf. Ja, herzlichen Dank dir. Ich darf dich wieder bitten, fliegen den Wechsel zu machen, weil wegen der Situation, die wir jetzt momentan haben. Ich hoffe, der Roland sei noch da und sei noch nicht heim. Danke vielmals, gell. Dir alles Gute und ich bitte den Roland zu mir. Danke vielmals, Ralf. Da kommt er schon wieder. Hallo, Georges. Du, ich habe zwar ein Kilo Erdbeere gegessen unterdessen. Ist doch gut. Sie sind ja gesund, oder? Ja, haben wir gerade gehört. Eben, gell? Viel Vitamin C, Calcium, Magnesium. Wie machen wir zwei weiter? Also ich hätte jetzt gerade die Rosenblütensauce angesetzt. Okay. Wenn du mir dort die Pfanne noch könntest geben. Genau. Ja, genau, richtig. Ich habe hier ein bisschen Weisswein. Mhm. Ich werde den ganzen leicht reduzieren. Ich habe noch ein bisschen Rosenblütensirup, auch vom Arenenberg. Das sind spezielle Rosen, ja. die mir der Gärtner pflücken. Und wir tun es dann nachher 24 Stunden einlegen, das kalte Wasser. Und dann geht dann, der ganze Geschmack von der Rosenblüte geht dann nachher über ins Wasser. Und die tun wir dann nachher mit Zuckersirup vermischen. Ja, und wichtig ist natürlich, dass die Rosenblätter nicht gespritzt sind und nichts. Genau, das ist Voraussetzung. Oder? Auf jeden Fall, ja. Wie willst du noch die Erdbeere geschnitten? Die Erdbeere würde ich so schöne, feine Würfel schneiden. Feine? Ja, gerne. Dass man es nachher kann, garnieren kann auf dem Teller. Also du hast jetzt Weisswein drin, genau. Rosenblütensirup. Ganz genau. Und was hast du noch drin? Und der Rahm noch. Das ist Vollrahm, genau. Das gell? Ist einfach Vollrahm, ganz normaler. Und wir mixen die dann nachher aufmixen. Haben noch Spinat dazu. Wo wir ein bisschen den Farbeffekt reinholen. Ja. Oh la la, der braucht schon seine Zeit. Ja, der braucht die 15-20 Minuten. Ja. Also die kann man gut 20 Minuten so laufen lassen. Da. Bis der Rahm wird kochen. Komm, haben wir doch schnell Zeit. Super. Ja. Ist ein Cuvée mit Zweigel, Cabernet Sauvignon und Pinot Noir. He? Sehr schön. Zum Wohl. He? Danke vielmals. Ja. Ja. Soll gelten. Wirklich etwas sehr, sehr Feines. Wirklich fast etwas exklusiv, das wir jetzt hier bekommen haben. He? Man sieht schon die dunkle Farbe, Rubinrot. Schön. Ja. Ja, schön.
Ja. Hey. Ui. Oh. Jetzt. Sehr schöner Wein, he? Sehr fein, ja. Merkst du, beerimässig, sehr, sehr schön, he? Und weißt du, was finde ich? Man merkt auch ein bisschen das Holz, das er hat. He? Er ist schon 12 Monate im Eichenfass drin, gewesen, ja. Barrique, Eichenfass. Amerikanische Eiche. Und 12 Monate war er im Fass drin, gewesen, ja. So drin lassen. Und wenn man vielleicht österreichische Wein nicht so kennt, der ist wirklich ausgezeichnet worden und als einer von den besten Rotweinen von Österreich. He? Schön. Ja, also das also ist Farbe etwas, auch hervorragend. Ja. Aufkochen gesehen, he? Genau, ja. Jetzt könnte man da den Spinat noch mit einem etwas grösseren Messer ein bisschen fein hacken. Ja, ich, vielleicht ein bisschen. He? Ja, dass ich den sicher gut kann, mixen kann. Willst du das ganz machen, Schorsch? Ich habe gerade gesehen, du hast den vorne noch ein bisschen gewaschen und ein bisschen gezupft. He? Genau, ja, dann den Stiel ein bisschen weggenommen. Das wird sicher lange, dass wir die Soße schön sämig bringen. Und dann, dass es dann etwas Lässiges gibt am Schluss auf dem Teller. Helga Trito schon? Ich würde noch schnell einen Moment warten. Moment. Die Farbe bleibt natürlich dann noch einen schönen Halt, dass ich wirklich die Farbe von dem Spinat kann. Und muss ja nicht weich werden, der ist nein, fast weich. Oder? Genau, ja, da geht ja 1-2. Käfer, hä? Die Käfer, ja, genau. Die müsste, habe ich so bereit gemacht. Ja. Dann sind die schon blanchierte Käfer. Und Schluss. Dann müssen wir es einfach noch schnell fertig machen, im Sauté schnell aufschwenken, ein bisschen Salz und Pfeffer abschmücken und dann wäre das schon gut. Genau. Ja. Jetzt die würde ich schnell gerne mixen, da haben wir schon einen Mixerparat. Soll ich das machen? Das wäre nett, ja, sehr gut. Dann soll ich auch noch etwas tun. Genau, gut. Ich gehe noch ein bisschen auf die Stanz. Super. Ganz fein, oder? Muss das ja, sehr sein. Gerne, dass die, mixen, dass, die, dass die grüne Farbe schön rauskommt. Dann, ja. Käfer tue ich ganz kurz rein, die muss man im Prinzip nur schnell warm machen. Oder ein bisschen aufschalten. Ja, genau. Herrlich. Ja, schön in einer kurzen Zeit. He? Sehr gut. Das ist jetzt ein einfaches, aber irrsinnig feines Säuschen. Genau, ja. Ich muss da noch mal probieren. Der hat sicher schon noch ein bisschen. Ui, ui, ui. Also, die Käfer sind schon heiß hier. Der Quinoa ist auch schon servierbereit. Also, im Grunde genommen könnte man anrichten. Lass mal los. Du hast, glaube ich, einen Teller schon dabei. Ich habe einen Teller dabei, ja. Ja, weißt du, wer sich ein bisschen auskennt im österreichischen Wein, der Produzent ist eben der Scheibelhofer. Erich Jawohl. Scheibelhofer. Und das ist wirklich, wirklich einer, der mit etwas versteht von Wein. He. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Kommt von Andau. Schöner Dorf, ja. Burgenland, Andau. Käfer tue ich so ein bisschen mit die anrichten. Soll ich dir die Lammschuss rausnehmen? Sehr gerne, ja. Ja, ich nehme gut. Da, ja, das ist super. Danke, Schorsch. Ich habe hier so einen Glassenlöffel. Ich nehme den Glassenlöffel, um das Quinoa ein bisschen schön portionieren. Dass es auch ein bisschen gefällig aussieht. Das ist schon wichtig, oder? Das ist sehr wichtig. Ja. Das Auge isst du schliesslich auch mit. Da. Ja. Dann haben wir jetzt hier die schönen Lammfilet. Die tue ich ganz kurz einmal aufschneiden. Oder zweimal. Ja, nicht durch, gell? Das ist, nein, das ist schade. Das wird es auch trocken, oder? Das ist so, ja. Ja. Also, wie man hier sieht, sind es ziemlich schön geraten. Ja, und eben, wie du sagst, mit diesen 100 Grad, 130 Grad, das verhebt toll, das, oder? Das verhebt sehr gut, ja. Und das braucht keine Hexerei, um das Würzen anbraten in den Ofen bei 130 Grad? Nein, auf keinen Fall. Also, ja. Musst du nicht... Dann wir die Erdbeere ein bisschen schön rundherum verteilen, oder? Mhm. Noch etwas für die Soße. Soll ich noch mal auf? Ja, ich gebe noch mal einen Spritz. Ja, genau. Damit wir es schön schaumig haben. Das habe ich dir auch einen, wenn du möchtest. Sehr gut. Danke vielmals, Schorsch. Dann tue ich die Soße ganz leicht mit dem Schaum so ein bisschen beträufeln rundherum. Hm. Aber wie ist der Arenenberg offen? Zum Beispiel euer Bistro. Da musst du vielleicht noch sagen, haben wir noch nicht gesagt. Das Bistro ist offen vom morgen um 10 Uhr bis am Abend um 6 Uhr. Wir haben spezielle Anlässe, noch, die wir machen, bedienen. Wir haben Hochzeiten, wir haben Geburtstag. Ja. Aber die bei euch jetzt kommen, die Landwirt, der Lehrling. Jawohl. Die essen natürlich auch bei euch, natürlich. Die essen auch bei uns. Ja. Also, wir haben ja ein Selbstbedienungsrestaurant, wo es
natürlich dann zum Mittagessen und halt eher natürlich nicht so Kost, die wir jetzt hier dürfen präsentieren. Willst du es vorstellen? Sieht's sehr gerne, so, ja. Ein riesen Kompliment. Danke vielmals. Ja, aber ist ja schön. Auch, ich denke, auch so schöne Küche wie du machst, auch für die Landwirte ist es auch wichtig, dass sie ihre Produkte können essen können. Auf jeden Fall, ziehen, ja. Und die Landwirte sind natürlich prädestiniert dafür, oder? Dass die Produkte von ihnen selber produzieren. Ja. Genau. Und da, dass man auch den Jungen weitergeben darf. Ja. Super schönes Gericht. Riesen Kompliment. Danke vielmals, Schorsch. Danke vielmals, Roland. Ich danke auch Ralf, der hier noch zuschaut von hier. Sehr schöne Sendung war. Eine richtige Thurgauer-Sendung. Genau, da braucht es, ja. Genau. Ich möchte mich vielmals bedanken beim Ralf und bei Roland. Herzlichen Dank. Und Ihnen daheim natürlich auch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, wie nachher zu bereiten. Und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.